traurig. Hallo, kleines Gätzchen. Kommst du mich wieder abholen? Die Leute haben gesagt, du kommst gar nicht für Apollo und Cosmo, du kommst für mich. Bleib mal draußen. Hallo, ich komme zu dir. Du musst nicht zu mir kommen. Nein. Pfote aus der Tür. Du bist ja wie so ein Aufdringlicher. Wie so ein Aufdringlicher. Da macht man kurz die Tür auf und der stellt gleich Pfote rein. Geht gar nicht. Und Apollo, du bleibst auch. So. Hallo. Marcel hat gesagt, geh mal den Kofferraum zu machen, bevor dieses Kätzchen da reinspringt und die übernachtet noch hier, wenn wir aus Versehen zumachen, während er noch drin ist. Alles gut, das war nur ich. Marcels Eltern haben gerade voll die Horrorgeschichte erzählt, als sie in ihrer damaligen Wohnung sind neue Leute eingezogen und die haben Freigängerkatzen gehabt. Und oh, da ist ein kleines Kätzchen. Und da hat sich so eine Katze wahrscheinlich unter so ein parkendes Auto gelegt und derjenige, der da geparkt hat, hat das nicht gesehen und hat die Katze angefahren und leider zur Hälfte angefahren. Naja, sie hat dann überlebt mit schweren Folgen. Trotzdem, das könnte dieser Katze hier genauso passieren. Wenn er jetzt hier irgendwo unter dem Rad liegt, na gut, er würde rauslaufen, wenn er mich sieht. Aber wenn er das nicht tun würde, ich würde es doch auch nicht sehen. Ich würde mich ins Auto setzen und losfahren. Ja, weil man nicht drüber nachdenkt, dass da irgendwie eine Katze unterm Rad liegen könnte. Klar, jetzt gucke ich immer, aber als normaler Mensch denkst du nicht drüber nach. Du setzt dich rein und fährst los. Hm? Gätzchen, ist ganz schön warm, wenn du so auf meinem Fuß liegst. Du gehört? Ich ganz schön warm. Ja. Ein richtiger Schmusebär. Guck mal. Apollo ist böse. Vor den Ohren zu machen. Geht das auch elektrisch? Was denn? Vor dir das. Ach so, nee, das geht leider nicht elektrisch. Kosmos, was ist los? Liegst du im Schatten? Ist der Boden vielleicht zu warm? Nee, eigentlich nicht. Nee? Da hat er doch genug Schatten, da kann er ja noch liegen. Naja, aber das ganz Interessante passiert ja hier. Na? Wo ist er jetzt hin nur? Da hinten. Ist gegangen. Wo bist du hingegangen? Ich hab dich seine Reichel anhalten lassen. Apollo wartet noch. Kätzelein, wo bist du hingegangen? Sagen du mir? Da, unterm Auto. Ja, hier sollte ich vielleicht auch mal zumachen. Ansonsten schläft er nachher hier. So. Du Flauschi. Wo ist eigentlich dein Stinkekissen? Nicht angreifen, nur weil ich deinen Bauch hier krabbeln will. Mensch. Ja. Wirf dich doch nicht gleich so hin. Heute zeckenfrei? Ja, sehr gut. Gestern habe ich bei Apollo eine Zecke gefunden, genau am Mund, da wo er sie immer hat, wenn er welche hat. Habe ich auch rausgeholt. Hast du uns Zecken gebracht, mein Kleiner? Aus dem Wald hast du uns Zecken gebracht und deinem Garten verstreut. Apollo hat sie nämlich aufgesammelt. Er mag den Puschel an meinem Schuh. Ich habe diese Schuhe von meiner Mutter geschenkt bekommen. Und ich kann euch leider nicht sagen, ob das echtes Fell ist oder Kunstfell. Die sind schon sehr, sehr alt. Sie hat sie damals getragen, dann hab ich sie übernommen. Und ich glaube, sie selbst hat sie auch geschenkt bekommen. Deswegen kann ich euch leider gar nicht sagen, ob das echt ist oder nicht. Ich hoffe nicht. Ich hasse echtes Fell und ich kaufe das auch nicht und eigentlich trage ich das auch nicht. Aber so wie es scheint es echtes Fell zu sein. Aber ich würde sie jetzt nicht wegschmeißen, auch wenn sie schon sehr kaputt sind hier vorne, weil sie meiner Mom gehört haben. Und ich schmeiße nichts weg, was ihr gehört hat. Hm? Katze! Ja, was? Meckerst du den Vogel an? Ah.
Ja, sag ihm mal der hier. Sag ihm mal ein paar Takte. Aber ich glaube auch, dass sogar nur der große Freigänger keinen Vogel fangen kann, der... Aua! Aua! Keinen Vogel fangen kann, der nicht irgendwie krank ist oder verletzt oder sonst irgend... Oder ein Jungvogel. Weil gesunde Vögel zu fangen, ist sehr, sehr selten und sehr, sehr schwierig für Katzen. So. Flauschi, ich gehe wieder rein, okay? Ich habe deine Schwester schon lange nicht mehr gesehen. Wo treibt die sich denn eigentlich rum? Hm? Kommt ja gar nicht mit. Gucken, was hier abgeht. Oder kommt sie nur, wenn wir nicht da sind? So, lass dich nicht stören. Ich gehe jetzt wieder rein, okay? Lass meine Puschel. Und Vorsicht vor Autos, klar? Wir wollen ja nicht, dass dir was passiert. Katzi, du sollst Papi die Tür aufmachen. Kannst du nicht, ne? Sonst wärst du schon längst weg. So. Wenn du nicht vernünftig mit Noah spielen kannst, dann kommt Noah auch nicht in den Garten. Ne? Und jetzt gucken wir, was Apollo macht. Du. Alle Kackerschäden beseitigt. Apollo. Apollo. Ach, Mensch. Ist zu. Noah kommt nicht. Also er ist hier, aber er kommt hier nicht rein. Brauchst du gar nicht zu hoffen. Nein, ich mache die Rollläden nicht zu. Alles gut. Gestern saß er auch hier und hat gewartet, bis seine Lucy kommt. Und dann habe ich die Rollläden zugemacht. Dann hat er mich so angeschaut von unten und so herzzerreißend gemiaut. So, und dann dachte ich mir, oh nein, der Arme, der wollte doch nur gucken. Aber ich musste sie zumachen, damit er nicht wieder ausrastet. Was ist los, Apoche? Hast du Miau gesagt? Was denn? Wolltest du zu Noah? Der ist nicht mehr da, der ist doch schon gegangen. Es tut mir leid, er ist schon weg. Ja, wie weiter? Ja. Acht, guckt mal, wer wieder da ist. Und glotzt mich an. Noahs Schwester. Wie immer sehr schüchtern. Naja, jetzt ist sie weg. Ja, hat mich gesehen und ist weg.